Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir eine Weile werde ich alleine aufnehmen, ohne den Schakal. Wir gucken hier noch ein bisschen in das Spiel rein. Ich werde ein paar Minuten länger spielen, werde die Folge ein bisschen zusammenschnibbeln. Wir hatten jetzt hier zwischendurch noch eine kleine Quest, dass wir hier mal kurz hier die Frau da nochmal ansprechen mussten. Und hier in den Shop. Hier ist der Blacksmith. Und dort hinten, in diesem Raum dort drüben, gleich dann dort links um die Ecke, können wir uns Missionen aussuchen. Hier bei der Frau haben wir gelernt, dass es hier noch ein Ability gibt, die sogenannten Mitama. Das ist das hier. Da kann man zwei verschiedene auswählen im Moment. Das sind sozusagen die Abilities, die man mit R1 gedrückt halten, dann aktivieren kann. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, auf Attacke zu gehen. Es gibt hier auch noch Defense. Die werde ich vielleicht auch noch zwischendurch ausprobieren, was man da alles so machen kann. Ja, wie gesagt, auf Attacke gehen wir im Moment. Das sind übrigens auch so eine Art wie Charakter oder so. Das ist ein anderer Charakter. So klingt das dann, wenn man den Mitama wechselt. Ja. Nehmen wir nochmal kurz einen Kampfschrei. Ne, was? Order Food. Oh. Eating Food. Order. Special Abilities. Food Boost. Okay, alles klar, cool. Oh. Okay, da oben ist unser Geld. Ich will jetzt aber noch nichts zu essen kaufen. Ich will jetzt erstmal eine fucking Mission machen. Dafür gehen wir jetzt hier rein. Hallo. Haben Sie eine Mission für mich? Oh. Achso, ich muss erst ein Slayer werden, genau. Waffen kann man mit Materialien bauen, die man von diesen Oni bekommt, die man besiegt. Das ist, das Aufbauen sozusagen. Ich kann das aufbauen. Wenn man die kaputt macht und dann aufsaugt, hier mit diesen R1. Oh, ich kann es gerade nicht vorführen. Dann bekommt man dann Ressourcen daraus, aus denen man dann Waffen gegen die Oni bauen kann. Denn nur Waffen, die aus Oni-Material gebaut worden sind, fähig dazu, Oni zu besiegen. Gehen wir mal. Oh. Das ist jetzt hier unsere Prüfung sozusagen. かぐや様のご前だ。なお。貴様が魔女の言っていたものの負荷。やめよ、ヤクモ。博士に失礼だぞ。申し訳ありません。うん、なや。東から来た者に聞けば里の物の譜になりたいそうだ。それには我ら隊長2人の許可がいる。 Ja, also, wir wurden jetzt den Samurai und den Gods vorgestellt und wir wurden jetzt gefragt, ob wir zu den Samurai oder zu den Gods gehören. Was wir jetzt davon allerdings sind, konnten wir uns nicht aussuchen, sondern das wird entschieden, offensichtlich, von irgendjemandem. Ja. Ja, genau. Und der eine Typ, der hat die Professorin als Hexe bezeichnet. Don't worry about it. The silly haircut is just scared of us. Okay. Mhm. Am Anfang hatten wir allerdings die Klamotten, glaube ich, von den Gods an. Ich frage mich, was das noch mit den Beziehungen dann später auf sich hat, ob man dann noch irgendwelche Advantages dadurch bekommt, irgendwelche Vorteile. Okay, auf zum Slayer HQ. Let's go. Na, der läuft jetzt hinterher, der kleine Dude. Ich mag den. Finde ihn vom Design her auch nice. So, hallo, guten Tag, junge Frau und junger Herr. Homura, wer bist denn du? Ich will nicht mit dir sprechen, mit der sprechen. Ja, guck, die hat doch vorhin schon mal kurz reingeschaut und hat mitgekämpft. Es tut mir übrigens leid, dass ich ja die Dialoge so unterbreche manchmal, wenn, also dass ich die nicht fertig reden lasse. Das ist,
Dauert mir einfach zu lang, bis die fertig gesprochen haben. Langweilig. ネワ全人です。いや、誰がバカだ。それは覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもね。俺たちの協力者だな。博士には代表がありますから。それはさておき、私とホムラは昨日襲撃があったばかりですから。 周辺の紹介をよければ2人も任務に協力してくれ。いや、こいつはまだ構いません。腕前は昨日見せて、それにこの任務を持って。ああ、die Rite der Wahrheit, des Vertrauens. Okay, dann lass losgehen. Lass ein paar Monster kloppen und dann lass mich hier mal ein Slayer werden. Yes, I am. Wollte nicht so überschwinglich sein und sagen, let's bring it on! Obwohl ich eigentlich schon Bock drauf habe. Okay. Repository is now available. Okay. Ja, komm, let's go. Finger on Pope. Sind sie weg? Ah, okay. Wir haben auch alle ein paar. Okay. Das ist so ein bisschen wie ein MMO. Was kein MMO ist. Ja, jetzt halt die Fresse. Ja. Oh Gott. Okay, ich kann hier irgendwelchen Kram fragen. Toll. Erstmal die Karte angucken. Können wir uns die Karte hier irgendwo angucken? Da, guck mal. Hey, Signal, Back, Confirm, Viereck-Map. Ach so. Ja, guck an. Die scheint ja ein bisschen noch größer zu sein. Was ist das? Da will ich jetzt hin. Ah, cool, man kann sich also den Waypoint da setzen. Easy peasy. Ja, wir gehen hier lang. Ja, jetzt können wir auch wieder rennen. Ja, nein. Nice. Guck, hier ist der Stein. Au! Oh. Was auch immer der gebracht hat, vielleicht brachte der uns Glück. Nee, halt. Da braucht es Grünes. Kenimi? Ja. Oh, fuck. Die sehen noch böse aus. Oh, okay. Er hat zum Teil an die Demon Hand angebracht, damit die mit uns sprechen kann. Einsammeln. Oh, Boost Growth Requirements. Okay. Okay. Oh, guck mal. Da kommt so ein Gesicht. Da kriegt das Gesicht eine die. Oh, also. Ich glaube, das ist eine Attacke für Gegner, die über uns schweben. Will ich mich jetzt heilen? Ich will mich nicht heilen. Okay, warte mal, lass mal hier den. Ah, nein. Map. Kann ich den Waypoint remove? Okay. Ja, ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen. Wir gehen vielleicht doch zu dem grünen Punkt da drüben. Hier lang. Ui. Sonic Boom. Wupp. Und der auch noch. Wupp. Okay.
Irgendwo ist hier ein grüner Punkt. Da! Da leuchtet was. Iron Ore. Ist wieder so ein Glücksbringer-Ding. Ich nenne die mal Glücksbringer-Ding. Hä? Nee, halt. Wir sind zurückgelaufen. Ah, verdammt! Aha, also in den Minen können wir uns Iron Ore besorgen. Das brauchen wir wahrscheinlich auch für... Nein! Anvisieren. Ah, jetzt haben wir ihn schon besiegt. Leech. Might, Carnage. Okay. Ah, zielen und... Also man kann ja schon ein bisschen noch was mit Kombos wahrscheinlich machen in dem Spiel. Ich hab's bloß noch nicht gerallt, wie. Vielleicht gibt's doch irgendwo eine Kombo-List an später. Erstmal allein sammeln hier. Dich auch. Und den davon auch noch. Bleiben die ewig lange liegen oder respawnen die? Wenn man das nicht macht. Mal. So. Keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. Ach, guck an. Hallo. Ups, bin hier an dir vorbeigerannt. Tut mir leid. Tach. Ja, das war wirklich viel zu einfach. This makes you a slayer. Aha. Okay. Ich finde das Spiel ehrlich gesagt ja nicht schlecht bis jetzt. Jetzt mal noch so einen dicken Oni kaputt hauen. Moment. Eigentlich wollte ich so R1 Viereck wollte ich ja nicht drücken. Hä? Ne, einsammeln kann ich noch nicht. Na gut, dann boxen wir ihn ein bisschen. Halt! Wow. Hopp. Kreis dabei drücken? Ne. Okay, nochmal. Fake dabei drücken? Ah, nein. Okay. Nochmal R2 Dreieck drücken. Ah, also es macht auch irgendwelche Kombo-Sachen. Ein bisschen gucken hier. Vielleicht haben wir ihn. Ah. Einsammeln. Aha. Cool. Was ist das jetzt? Jetzt haben wir noch 8. Okay, das war's. Mina, kega wa arimasen ka? Kono teido de aru wake nee daro. Kesu ni kamitsukare sou ni natteta kuse ni. Yoku yuze. Koucho idoru ga koucho. Omura mo mada mada desu ne. Anata wa daijoubu desu ka? War alles easy. Nara yokatta. Anata wa migoto ni nimmu wo hatashimashita. Danke schön. Kono kekka wo hougoku sureba, sato no mono no fu ni naru no ni. Was ploppt denn da jetzt an der Seite noch alles auf? Juhu, wir sind ein Slayer. Dankeschön. Ja, okay. Für manche Missionen braucht man halt einen bestimmten Level. Das ist ja klar. Dankeschön. Gut, also wir haben jetzt hier den Questonkel freigeschaltet. Er ist nur der Sekretär. Aber wir sollten uns jetzt hier beim Blacksmith mit unserem Companion treffen. Unserem kleinen Robo-Companion. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Onkel reden. Try creating a new weapon and armor here. Okay. Hm.
Okay, create weapon. Ooh, forging a new weapon. Requires materials. Yeah, you can press Fear Act to check how to obtain the necessary materials. Das ist cool. Das kostet Geld und Materialien. Ich würde gerne eine andere Waffe mal ausprobieren. Dual Knives. Holkas. Shinobi Knives. Wie viel Geld haben wir denn? 5410. Achso, guck mal. Wir sind jetzt hier schon auf Full Damage gegangen, oder was? Ah nein, hier, guck mal. Heavy Club könnten wir noch, aber ich mag keinen Club benutzen. Ich wollte keine Dual Knives hier benutzen. Toxic Fang brauchen wir dafür noch. Slay and Purify a Poison Splitter. Only in lower level missions. Aha. Shinobi Knives. Confirm. Create a Shinobi Knife, ja. So, equipped, ja. Yeah. Da müssen wir uns sowieso noch angucken. Create Armor. Können wir jetzt überhaupt irgendwas leisten, was uns nur verbessert? Doch, hier, guck mal. Nee, da brauchen wir wieder so einen Toxic Fang für. Und Boots? Können wir auch noch nicht machen. Ja, okay, gut. Dann haben wir erstmal eine andere Waffe. Können wir ein bisschen noch rumprobieren damit. Ja. Was ist das? Da will ich hin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist lila. Jump! Boom. Und noch ein bisschen Jump. Juhu! Bam. Richtig nice. Ey. Joint Operation. Okay. Attack. Oh, Parry Attack. Guck, hier sind wirklich andere Spieler dabei. Nice. Huh. Okay. Bam. Boah, jetzt haben wir ja mal richtig einen eingeschränkt. Wie viel hat er dann noch HP? Er hat noch einiges an HP. Der hat zwei Balken sogar. Na, vier gedrückt halten. Oder? Ach, ist erstmal angesehen, den Onkel. Ah, weggeworfen worden wir. Jetzt ist hier der Angriff mit Dreieck nach oben. Gerade eben mit der anderen Waffe war der Viereckangriff nach oben, wenn ich gedrückt gehalten habe. Naja. Einfach mal ein bisschen. Oh, warte mal. Bisschen ja. Attacke hoch. Powern. R1 gedrückt halten, im Stand, Viereck drücken und dann geht das los. Ja, guck an. Einsammeln den Onkel. Das ist also completely random hier mit den Leuten. Okay. Oh, noch andere Spieler. Das ist gar kein anderer Spieler. Ich dachte, es wäre ein anderer Spieler gewesen. Also, ja. Gut. Halt, hier ist was versteckt und dann nehmen wir noch mit. X. Na, X. Ey, guck mal. Ausweichen mit X. So. Jetzt check die Map. Also, das hätten sie ruhig ein bisschen anders machen können, ja, mit dem Map-Ding. Gut. Nächste Mission on the way. Oh, Crest. The Gold Court Slayer's Crest can be found floating in the air at hidden locations. Oh. Hm. So, das sind einfach nur Collectibles.
Oh fuck, jetzt hat er uns aber richtig eingeschenkt. Unsere HP regeneriert sich auch. Ah, den kann ich nicht aufladen. Den kann ich meinen Fake nicht aufladen. Oh. Oh, man muss auf den Gegner. Aha. Ich laufe jetzt auf ihn zu, halte jetzt Dreieck gedrückt und dann Jump. Brauchen wir den richtigen Abstand für. Das ist ja auch blöd. Oh, 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 oh. Wegrennen. Heilen. Wer hat den denn noch? Lass mal nochmal kurz heilen. Man kann die alle aktivieren, ey, nacheinander. Aber wie sich die wieder aufladen, weiß man noch nicht. Ja, das wäre vorher auf dem bisschen rumspringen, war. Was ein Quatsch! Nein, bald! Das war's. Ja, okay, aber. Das Ohr haben wir noch nicht gefunden. Guck mal, hey, was rum. Ist das Ohr, was wir brauchen? Iron Ohr. Das ist es nicht. Warte mal, das heißt das okay vielleicht über dem Zeichen, dass das fertig ist? Oh, ich glaube, wir hatten die Quest von Anfang an schon fertig. Let's head to the next. Ein bisschen rumquesten, ja. Ich werde mir nochmal ein bisschen die Steuerung zu Gemüte führen, wie man ja noch die ganzen Sachen macht. Ob es ja irgendwie was mit, wie Kombos gibt oder so. Das wäre ja alles noch sehr interessant. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin und tschaußen!